Peace Leute und herzlich willkommen zu Part Nummer 43. Und jetzt gehen wir hier rein. Ja, jetzt haben wir dein Maul. Hat uns schon letzte Folge vorgelabert. Ich kann einfach rein. Oder muss ich jetzt mit dem... Willkommen in der Botschaft der Tremor. Eure Einladung bitte. Eure Einladung bitte. Wie dumm wäre das? Ich glaube, das kann man machen, wenn man hier einfach mal so hinkommt. Hier, bitte. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Der hinter mir, der gefällt mir. Auch wenn er viel labert. So, wir müssen ja Informationen über die Talmo herauskriegen und ob sie etwas mit dem Drachenangriff zu tun haben. Oder den Drachenangriffen, sollte man ja schon fast sagen. Sollte man auch sagen, es waren jetzt echt schon ein paar mehrere. Ich erinnere nur an die Parts Hurensohn und Drache und Hurensohn Drache Part 2. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Was eine Stimme, Alter. Ich bin die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Ja, servus. Deine Mutter. Ich glaube, ich sollte nicht meinen Namen sagen. Seid ihr Elenven? Ich habe so viel von euch gehört. Wirklich? Hoffentlich nur Gutes. Aber ich fürchte, ich bin euch gegenüber im Nachteil. Ich weiß leider nichts. Ich will nicht meinen Namen sagen, weil ich meine, ich bin das Drachenblut. Erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? In dieses. Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia hole? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Danke. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben? Ich möchte etwas zu trinken. Hier, bitte der Herr. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Ich möchte etwas zu trinken. Wir haben wohl keinen kolovianischen Weinbrand mehr. Oh Mann. Wenn ich etwas Zeit habe, sehe ich im Weinkeller nach, ob dort noch welcher ist. Na toll. Okay, ich soll die Gäste also ablenken. Nur wie? Hallo. Ablenken, 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 ablenken. War das nicht der Coole? Ja, doch, das ist der Coole. Jetzt kann ich mit dem reden. Hier, ich habe euch etwas zu trinken mitgebracht. Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Gönn dir, Digga. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann. Ist der jetzt schon dicht oder was geht mit dem? Oh, es gibt tatsächlich etwas, das ihr für mich tun könntet. Wunderbar. Vielleicht kann der uns ja Ablenkung. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Das ist, glaube ich, echt schon dicht. Ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch lenken. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Die Lache, Alter. Der ist echt ein bisschen dicht. Scheiß Alkohol. Scheiß Alkohol, Leute. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Hört sich ein bisschen falsch an. Okay, lenkt ihm ab. Mir schlägt ihm bestimmt so einen aufs Maul. So, jetzt. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Ich bin bereit. Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Es sind doch alle abgelenkt, verdammte Scheiße. Los, macht uns gehen. Schnell. Beschaffe dir deine Ausrüstung zurück. Ja, also, die lasse ich ganz hier nicht hier. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Aber. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Oh, wieder. Hey, verdammt, sorry. In meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Okay. Oh, wie schnell ich bin. Fremde Gerüche. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche?
In der Küche? Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. So ein Wichse. Guter Mann. Ich frage mich, wenn man jetzt keine Waffe mitgenommen hätte, dann hätte man ja einfach keine Waffe, oder wie? So, ich ziehe natürlich alles an, was ich brauche. Okay, hier muss ich wohl lang. Ich ziehe mal meine Waffe. Habt ihr all die Roben heute früh vorbeigestellt? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Ich weiß gar nicht, muss ich da hin, weil da hat sich stark nach Leuten angehört. Keine Ahnung. Die gerade von Alino eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ich glaube, ich muss hier rein. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt. Niemals muss man da rein. Weil das ist, glaube ich, eine sneaky Mission. Die muss man auch sneaky machen können. Ja, wo sollte ich sonst lang? Ich muss da durch. Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für diese. Weg mit dir, du Bastard. So, komm, du auch noch. Batz. Ein Frostatronach, der beschwört ihn einfach mal im Haus. So, das war nicht auffällig. Würde ich einfach mal sagen. So. Okay, wir müssen nach Himmelsrand raus. Okay. Entschuldigung. Ich könnte auch immer mein Mikro kurz muten, wenn ich huste, aber meistens kommt das zu unerwartet, als dass ich das Mikrofon stumm schalten könnte. Njau, der Mammut dreht sich. Der Mammut. Ah, du hast aber ein sexy Rüssel. Oh. Ja, haben uns schon entdeckt. Okay. Fick auf Schleichen. Die werden getötet. Hey, was geht? Was geht? What's up? Wo muss ich denn hin? Da rein? Eleven Salon. Aber da hinten sind noch Gegner. Ah, egal. Egal. Einfach rein da. Du. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Aha. Er hat uns auch schon entdeckt. Maul. Gisur. Weg. Oh, wie der schreit. 0-0 Deal. Er ist tot. Rullin Deal. Oha, der. Ui, hey. Der hat viele chillige Sachen dabei. Why not? Hat der noch irgendwas dabei gehabt? Der Gisur. Und Gifte, Ausdauer, Gold, ein paar Gifte, okay. Die Truhe durchsuchen. Drachenuntersuchung, aktueller Stand, das nehmen wir mal alles mit. Muss ich das jetzt lesen? Drachenuntersuchung, aktueller Stand. Erste Abgesandte Ellenven. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Information zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus ihm herauszubekommen. Okay, also anscheinend wissen sie tatsächlich nichts, also anscheinend stecken sie nicht dahinter. So wie es sich jetzt zumindest angehört hat. Oh, es wäre ein Meisterschloss gewesen, so gut habe ich den Schlüssel. Also, weil sonst müssten sie ja da nicht irgendjemand verhören. Also kommt mir jetzt so logisch rüber, die meine Erklärung. So. Ne, noch lebe ich. Weg.
Sonst ist hier keiner mehr? Truhe. Esbern. Was? Das waren doch jetzt nicht alle Gegner. Hallo? Kommen hier sonst noch welche? Hey, das kann doch nicht sein, dass nur jetzt zwei Gegner kommen. Ein Gegner hier kommt. Okay. Okay, okay. Das soll mir egal sein. So, was soll ich jetzt machen? Oh, der ist wohl. Ah, oh, der ist der Sterbliche, der Informationen hat. Etienne Rarnes. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich möchte alles noch einmal hören. Gut, wie ihr möchtet. Könnt ihr mich nicht einfach töten und es hinter euch bringen? Es gibt einen alten Mann. Ich habe ihn in Rifton gesehen. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, er passt auf die Beschreibung des Mannes, den ihr sucht. Vielleicht ist er es, vielleicht nicht. Mehr weiß ich nicht. Oh, halt. Ich habe Gegner gehört. Habe ich wirklich Gegner gehört? Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beigestellt. Der hat meinen Komplizen, also Marlborn. Ich bin sowieso schon tot. Euch langsam. Hä, wo denn? Wo? Hier, da. Marlborn. Wo? Alter, what the fuck? Marlborn, halt durch. Marlborn ist tot. Nein! Nein! Ihr Hurensöhne! Oh, Digga, der Alte. Nein. Hurensöhne. Hurensöhne, hier kriegt ihr aufs Maul gepasst. Was für eine Scheiße, Mann, der hilft uns so nett. Aber Moment mal, ich will den noch befreien, weil was will der sonst hier machen? Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen, lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Klingt gut, ich werde euch folgen. Wenn ihr möchtet. Aber wir müssen einen Weg finden, diese Falltür zu öffnen. So, komm. Falltür, Falltür, Falltür. Da, Falltür. Nein, den wollte ich nicht. Oh, ich habe noch keinen Schlüssel dafür. Vielleicht hatten die gerade getötet, habt den Schlüssel. Hattet ihr den Schlüssel dafür? Falltürschlüssel. Weil wieso sollte, was soll ich denn hier verschimmeln lassen? Also, scheiß Talmor, Alter. Die haben Marlborn getötet, jetzt müssen die den Etienne nicht auch noch töten. Und ich gehe jetzt mit dir mit, ich hätte doch jetzt ja sagen können, lauf voraus, aber vielleicht erwarten uns jetzt unter dieser Falltür noch irgendwas und ich, also, sterben soll der nicht. Oh, ich merke gerade, es spiegelt ein bisschen mein Bild, weil die Sonne reinscheint. Oh, ein Eistroll, hey, was geht, Digga? One hit down, du Wichser. Gib mir dein Trollfett. Wo muss ich hin lang gehen? Vielleicht hier, up the stairs? Hier lang. Okay. Raus. Ich will auch diesen Etienne gar nicht. Der soll einfach sein Leben leben. Der hat mir Informationen gesagt. Ich denke mal schon, dass er jetzt das gesagt hat, was er weiß. Naja, jawohl. Vielleicht auch nicht. Aber, ja. Ich warte jetzt. Vielleicht kommt der draußen jetzt gleich nochmal. Und dann werde ich ihn nochmal kurz mit ihm reden. Vielleicht will er jetzt mehr sagen, weil er weiß, dass ich kein Talmor bin. Das Spiegeln regt mich auf. Ich kann jetzt nicht einfach aufstehen. Sprich mit Delfine. So, kann ich mit dir nochmal reden? Einfach so geholfen. Also. Okay, anscheinend kann ich nicht mehr mit ihm reden. Okay, ja, egal. Ich habe ihn befreit, also meine Seele ist rein. Ab nach Flusswald. Wir haben jetzt nicht wirklich viele Informationen, also aber wir können sagen, dass die Talmor nicht dahinter stecken. Sonst hätten sie wohl nicht jemanden gebraucht, der das aufklären soll, beziehungsweise jemanden, den sie verhören müssen. Okay, und der Etienne hat noch irgendwas gesagt, von wegen alter Mann in Riften. Vielleicht war es Delphine da was drüber. I don't know, man. Und ja, jetzt sprechen wir mal mit der. Vielleicht weiß die noch irgendwas. Wir haben noch ein paar Bücher mitgenommen. Und keine Ahnung. Und
Vielleicht kann sie daraus irgendwas rauslesen oder so. Meine Nase regt mich richtig auf. Das kann ich euch erzählen. So, ab in den schlafenden Riesen. Ich habe keine Taschentücher, sonst würde ich sagen, ich putze mir kurz die Nase, aber... Nichts am Start, Leute. Das kann ja nicht sein, ey. So. Schluck getrunken, weiter geht's. Oh. Mann. Scheiß Monster. So, Delfin. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ich weiß nicht, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Esbern. Okay, der weiß den Namen, ich weiß ihn nicht, danke. Esbern? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Sie kennt ihn also. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen. Aha, also auch ein Mitglied der Klingen. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Ausradiert? Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Erkundigt euch in der Gegend rund um die zersplitterte Flasche am Rattenweg. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Zersplitterte Flasche, da kenne ich mich mit aus. Wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Okay, also ein Code. So, kein Bock hier mit der noch weiterzureden. Wer ist Esbern, verdammt? Das interessiert mich jetzt viel mehr. Eine Ratte in der Klemme. Das ist ein schöner Questname. So. Ab nach Riften. So, ja. Perfekt, Diebesgilde. Der sieht aber nett aus. Bah, Alter, schon fast sowas seht ihr in echt, Alter. Also, ne, nicht so geil. Vor allem, wie riesig die sind, Alter. Einfach krass. Also ich finde, wie gesagt, die Monster sind geil in Skyrim. Also die Kreaturen. Also das ist geil gemacht. Ich glaube, Skever gab es ja auch schon. Gab es auf jeden Fall auch schon in Oblivion. Morrowind, keine Ahnung. Morrowind habe ich leider noch nicht gespielt. Muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss mir das Spiel auf jeden Fall mal für den PC holen. Weil das dürfte selbst mein PC noch schaffen. Also wenn er das nicht schafft, dann... dann weiß ich nicht, wohin mit meinem Leben. Das dürfte er gerade noch packen. Und ich meine, die Grafik ist... Ja, also für damalige Verhältnisse war sie geil. Für heutige ist halt der Minus. Das ist halt eigentlich so das Problem, so, weil ich habe halt mit Skyrim angefangen. Ich bin halt so die beste Grafik, was Elder Scrolls angeht, gewöhnt im Endeffekt, weil die von Elder Scrolls Online, die ist auch krass. Aber ich finde sie, also sie hat schon ein paar Sachen, die besser sind, aber auch ein paar Sachen, die schlechter sind. Ich meine, klar, guckt man sich die Riesenwelt an, dann ist die Grafik von Elder Scrolls Online einfach krank. Aber mit Skyrim ist man halt so das Beste gewohnt, so, und Oblivion war schon echt ein bisschen stier. Am Anfang dachte ich auch so, ich bin nicht keine Grafikhure, aber ich weiß nicht, das ist immer so komisch. Und Morrowind wird dann schon Stier, aber egal. Liebe, kann sich eine wunderschöne Frau wie ihr an der Seite eines so alten Knackers wie mir vorstellen? Was geht bei dir? Auf jeden Fall. Hä? Oh, wirklich? Und wie kann ich das anstellen? Wenn ihr im Grab liegt, okay, wir müssen mit Weckel der Mannhafte reden. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling, was?
Ihr seht nicht nach viel aus. Ich habe Mercer Fry getötet, verdammte Scheiße, egal. Wisst ihr etwas über einen alten Kerl namens Esbern, der sich in Rifton versteckt hält? Den haben schon einige gesucht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber er hat eine hübsche Summe ausgegeben, damit niemand erfährt. Ich hab dir gerade gesagt, wie er heißt. Wenn du es gerade verraten. Sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Okay. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Der alte Kerl, der sich hier unten versteckt. Wo wohnt er? Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Ja, da erwarten uns vielleicht bestimmt, das wäre jetzt komisch, aber da erwarten uns bestimmt Talmor, die den suchen. Weil ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Also wenn wir das jetzt so schnell rausgefunden haben, dass er da ist, und die suchen nach dem ja anscheinend schon eine Weile, werden die wohl auch wissen, dass er sich hier irgendwo aufhält. Ja, das sind tatsächlich Talmor. So. Hä, ich bin kein Agent der Klinge, Wichser. Ich bin das Drachenblut, Alter. Ja, hier war ich ja schon mal. Genau, hier war das, wo ich mich so verwirrt habe, wo ich keinen Plan hatte, wo ich bin. Das heißt, die ganzen Fallen sind schon mal ausgelöst, wenigstens. Ja. Aber das Spiegeln regt mich richtig auf. Weil so der, also ich sehe den linken, unteren Teil vom Bildschirm sehe ich einfach gar nicht. Hier runter, Und dann direkt ab in das Rattenweggehege. Ja, Ladescreen. Wunderschön. So, noch mehr Talmor? Fragezeichen. Da oben anscheinend. Da hat er doch gesagt, ja, verpiss dich. Verschwindet. Aber jetzt kann ich mit ihm reden. Esbern, mach die Tür auf, ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine. Da steht ja nur dein Name mitten in dem Bild. Richtig riesig. Schon gut, Delphine hat mich geschickt. Delphine. Delphine? Woher? Ah, sie ist okay, also sie ist. Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Ich sollte diesen Satz sagen mit dem Eisherbst. Delphine sagte, ich soll euch an den 30. Eisherbst erinnern. Ah, in der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delphine tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Okay. Irgendeine Frau sagte die ganze Zeit, nein, nein, nein. Der hier klemmt immer. So. Nicht mehr viele. Alter, was geht denn bei der? Digga, mach jetzt heute noch mal auf. Wie viele Schlüsse hatten der das da? Das wäre geschafft. Kommt herein. Fühlt euch wie zu. Oh, yo, Alter. Können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr mit... Es ist hoffnungslos. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist nice Rhyme. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich schon, ich bin ein Drachenblut. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen.
Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber tja, Leute. Hat sich kein Drachenblut da kennen wir doch eins, oder? Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Okay. Aber gib mir... Ja, du kannst da machen. Ich gehe schon mal voraus. Eskortiere Esbern nach Flusswald. Ja, wir reisen einfach schnell hin, das ist eskortieren. Da wird dann nichts passieren. So. Jetzt sollte ich es vielleicht hinkriegen, da lang zu gehen, wo wir auch echt lang müssen. Vielleicht. Ein großes Vielleicht. Weil ich eh keinen Orientierungssinn habe. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt. In den ein oder anderen Folgen Diablo oder auch in Skyrim. Schon oft genug. Aber Diablo ist, da merkt man es richtig, dass ich einfach null Orientierungssinn habe. Ja. Ah ja. Genau, an den Weg erinnere ich mich jetzt. Genau. Hier bin ich nämlich doch auch reingekommen. Sehr schön, dass ich schon mal hier war, ja. Dann deshalb sind die ganzen, Wiesen, der Landstreicher oder so, sind schon mal alle tot. Hätte ich mich mit denen auch noch umschlagen müssen. So, ab wieder in die zersplitterte Flasche. Und dann raus durch den Diebesgildeneingang und dann ab nach Flusswald, würde ich sagen. Ist doch kein schlechter Plan. Genau, hier. Hier geht's lang. Öffne die Tür. Ah, diese Stufe 37, die grinst mich so schön an. Ich find's auch, Stufe 30 ist einfach nice. Das ist einfach chillig. Keine Ahnung, welche Stufe ich in dem Let's Play erreichen werde. Ich habe einfach null Ahnung. Das ist mir im Endeffekt ja auch egal. Ich habe meine, Überwaffe. Und, und meine gute Rüstung. Das ist eigentlich, das reicht schon mal komplett. Und ich habe auch noch jetzt 8 Skillpunkte immer noch frei. Also, Schießkunst ist ja jetzt ein bisschen Hochskill. Das kann ich mit diesen 8 Skillpunkten auf jeden Fall schon recht gut skillen. Und dann kommen ja noch der ein oder andere dazu, wenn ich Stufen aufsteige. Und ich brauche ja eigentlich nichts anderes außer Schießkunst. Und vielleicht ein bisschen schleichen. Habe ich eigentlich meine Objekte wieder? Nee, habe ich nicht. Oh Mann, die muss ich mir ja noch holen. Wie, die sind jetzt weg. So, ab nach Fluss zu dem Wald. Die große Stadt von ihr ist die einzig bekannte Abbild eines Schneeelfen, bevor diese sich durch Jahrhunderte der Sklaverei unter der Erde in die niederträchtigen Farmer verwandelten. Oh ja, oh, ich freue mich so auf ein neues Elder Scrolls. Und ich hoffe es einfach. Ich hoffe es so sehr, dass es wieder ein Offline-Spiel wird. Weil ich liebe MMOs. Also MMOs sind inzwischen meine Lieblingsspiele eigentlich. Also gerade hier Destiny und Diablo 3. Aber ich weiß nicht, Skyrim ist nicht... Also Elder Scrolls an sich ist nicht für MMO gemacht, finde ich. Das ist so ein Spiel, da will ich mich in meine eigene Welt versetzen. Also einfach, da möchte ich in diese Welt hineingehen und das passt einfach nicht so zu MMO, ich weiß nicht. Also mir persönlich gefällt es einfach nicht. Das Spiel an sich aus Elder Scrolls Online, hätte ich einen geilen PC, würde ich es auf jeden Fall zocken. Also das ist klar. Aber ja, ich weiß nicht. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wieder ein Offline-Spiel kommt. Ich denke mal, wie gesagt, frühestens können wir es erst in ein paar Jahren, also kann ich es erst in ein paar Jahren erwarten, weil ja, es ist einfach so. Ich muss wohl auf Esbern warten. Komm, ich komme jetzt gleich. Weil, also normalerweise ist es auch so, wenn ein Spielentwickler einmal auf MMO geht, dann bleibt er bei MMO. Und selbst wenn sie sich jetzt nochmal umentscheiden und sagen, okay, das nächste Elder Scrolls wird wieder offline, dann wird es noch ein paar Jährchen dauern, weil, ich raste mal nicht so aus.
Weil, ja, bei MMOs, da ist die Zeitspanne zwischen den Spielen ja auch viel länger, als zum Beispiel an Diablo sieht man es ja, weil man halt, ja, viel länger sozusagen dieses Spiel am Laufen halten kann, als ein Offline-Spiel. Deshalb, also, wenn ein neues Elder Scrolls, dann glaube ich erst Richtung 2017, 2018 vielleicht. Ich hoffe es früher, also, am geilsten wäre es, wenn sie jetzt sagen, morgen kommt das Neue raus. Das wäre einfach das Geilste, aber das wird wohl nicht passieren. Okay, ein S-Band scheint einfach nicht zu kommen, also warte ich mal eine Stunde. Also, das wäre immer noch das Geilste, aber wie gesagt, ich schätze auf noch 3-4 Jahre, dass es dauert. Hä, ich kann nicht mit dir reden? Was braucht Doch. Ihr, Drachenblut? Ich habe S-Band gefunden. Wirklich? Er ist in Sicherheit? Wo ist er? Er ist auf dem Weg. Was? Ihr habt ihn allein gelassen, obwohl die Talmor hinter ihm her sind? Geht und vergewissert euch, dass er in Sicherheit ist und bringt ihn hierher. Was? Als ob der jetzt... Nein, der kommt jetzt... Nein. Als ob der jetzt nicht alleine hierher kommt. Was gibt es? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Skyrim? Skyrim. Skyrim, du Hurensohn. Du sollst endlich hier antanzen. Ich warte jetzt... Nee, ja. Als ob ich... Nein, als ob ich jetzt nochmal nach Riften zurück muss in diese scheiß... Rattenweg-Scheiße da rein, nur weil dieser Bastard von Esbern nicht mir einfach hinterherlaufen kann. Delfin hat es doch auch geschafft, als wir nach Kühnesheim gegangen sind. Jetzt komm schon. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Das ist ja Ralof, lol. Ich habe einige Dinge über Ulfric gehört, die mir nicht gefallen. Aber er hat Krieg und Himmelsraum verschickt. Und auf jeden Fall scheint Esbern irgendwie nicht hierher zu kommen. Aber ich kriege auch keinen neuen Questmarker. Das ist ein bisschen Stier. Jetzt ist der einfach tot und die Quest geht einfach nie wieder weiter. Also wenn jetzt nicht da vor der Tür steht, das kann ja mal passieren. Dass er einfach nicht reingeht oder so. Oh. Oh. Dann würde ich sagen, dann beende ich jetzt kurz den Part. Einfach mal und schau da kurz aufs Screen und bring den hierher und... Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Und ein Drache. Moment, also dann läuft der Part doch noch kurz den Drachenkampf. Ich habe jetzt keinen Bogen dabei, verdammt. Ich habe jetzt keinen Bogen dabei. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber der wird hier bestimmt irgendwo hoffentlich landen. Attackiert er uns überhaupt oder fliegt er hier nur? Er scheint zu uns zu kommen. Ja, er kommt zu uns. Okay, dann der Drachenpart, da kann ich jetzt eher nicht einfach abbrechen. Okay, ich muss hier runter. Hey, das ist aber staubig hier. Ich habe jetzt natürlich keinen scheiß Bogen dabei. Weil der Delfin den immer noch hat, glaube ich. Oh, fuck, er bleibt in der Luft. Nee, er hat nichts zum Attackieren. Weil er seinen Fokus wahrscheinlich auf mich gerichtet hat. Und er mich nicht erreichen kann, wenn ich unter dem Ding stehe oder so. Jetzt komm runter, verdammt. Jetzt sitzt er sich wieder da drauf. Ja. Ach Leute, kann ich... Nee. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht da von da treffen, hier treffen kann. Jetzt komm, lande. Du kannst mal, weil die Drachen können ja hier landen. Jetzt komm, Digga. Digga, komm mal runter hier. Ach Leute, weil ich kann jetzt den Part nicht beenden, wenn hier ein älterer Drache einfach rumschwebt. Das ist ja scheiße. Hey, du dreckiger Hurensohn. Ich hasse die Drachen einfach. Warum landen die nicht einfach, verfickte Scheiße, Mann? Du brauchst eigentlich... Also ich finde in Skyrim, du musst irgendwie ein bisschen auf Bogen gehen. Sonst hast du gegen Drachen einfach keine Chance, wenn die Städte angreifen. Weil die sich dann auf die Häuser setzen. Und ich meine, bis die weiß... What the fucking fuck? Ist der gerade einfach gegen das Ding geflogen, Alter. Und der setzt sich wieder da drauf. Ja, ich erwische ihn auch nicht, ne? Mal gucken. Ne, ich treffe ihn nicht. Ne, keine Chance. Wenn ich da hochgehe, dann könnte ich ihn vielleicht erwischen. Ist die Frage, kommt man da hoch? Ja, da kommt man hoch. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Oder sich jetzt, wenn er sich jetzt irgendwo hingesetzt hat. Jetzt hat er sich irgendwo hingesetzt, oder? Ja, ne, er ist auf dem Dach. Okay, aber von hier könnte ich ihn schon viel eher treffen. Wenn ich einfach hier mal... Zack. So, komm mal her.
Er bleibt in der Luft. Hey! Oh, der zieht gut Leben ab. Jetzt komm her. Ist das schöne Musik, während ein Drache angreift. Ach man, lande doch einfach. Das ist einfach stressig. Ey, jetzt reicht's, Alter, jetzt reicht's. Nee, Alter. Das kotzt mich einfach richtig an. Das kotzt mich einfach richtig an, Leute. Das kann ich euch erzählen, dass mich das einfach richtig ankotzt. Also Hurensohn Drache Part 3 inbound. Ey, ja, oh Mann, Alter. Komm doch einfach runter. Jetzt setzt er sich auf das Scheißdach. Wenigstens erwischt er mich nicht. Ach, Leute. Hey, was geht? Ah, du Hurensohn. Ja, greif einfach nochmal an, Trägerbastard. Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir 5 Minuten lang ewig hier rum. Ich meine, klar, ich könnte jetzt kurz rein und meinen Bogen holen. Ich glaube, ich weiß, wo meine Sachen sind. Aber wäre ja auch irgendwie blöd. Also, weiß nicht. Kommt auch irgendwie scheiße. Mann, komm doch einfach runter, Alter. Hier ist genug Platz zum Landen, du Hurensohn. Ne, wisst ihr was? So. Komm mit, Drache. Weil hier kann der doch bestimmt irgendwo landen. Jo, aber geh mal schnell ins Wasser. Ja, danke, dass du einfach nicht ins Wasser gehst. Scheiß Holzstamm. So, weil hier wird er bestimmt eher landen als in der Stadt. Denke ich einfach mal. Und er bleibt einfach genau in der Luft stehen, dieser Hurensohn. Ja, ich muss Heiltränke nehmen. Ich habe keine Heiltränke. Ach du Scheiße, nein. Wow. Nee. Darauf lasse ich mich erst gar nicht ein. Schnell. Rennen. Rennen, Motherfucker, rennen. Was für gegenseitig so? Nee. Ich gehe jetzt da rein, hol meinen scheiß Bogen. Und wenn dann der Drache noch da ist, dann töte ich den. Weil, Alter, das kann ja nicht sein. Das kann ja einfach nicht sein, dass ich 10 Jahre rumrennen muss und warten muss, bis die Wachen und die Leute aus der Stadt, dem die Hälfte des Lebens abgezogen haben, dass er dann irgendwann mal landet. Nee. Das geht. Achso, die sind jetzt auch aggressive. So, hier müsste nämlich mein Zeug... Nee, hier ist nicht... Oh, sag jetzt nicht, dass mein Zeug nirgendwo mehr ist. Hier ist was drin. Ah... So, gleich mal den Bogen ausrüsten. Noch einen Heiltrank nehmen, würde ich mal sagen. Einfach so. Zack. Und raus. So, jetzt soll der Drache kommen, Alter. Jetzt bin ich gerüstet. Das sind jetzt einfach wieder 5 Minuten Sinnlosigkeit gewesen. Ja, sorry, Leute. Da hätte ich doch wohl eher den Bogen holen sollen gleich von Anfang an. Aber ich habe gedacht, vielleicht landet er ja endlich mal. Aber das war anscheinend nicht der Fall. So, jetzt machen wir dem einfach ein bisschen Damage, dann kommt er runter. Und wenn er direkt neben uns landet zum Beispiel, dann holen wir unsere Keule raus. Und wenn er weiter weg von uns landet, dann schießen wir weiter mit dem Bogen drauf. Das mag ich dann wiederum an der KI von den Drachen, dass sie so bei der Hälfte des Lebens, etwa so ein bisschen weniger als die Hälfte, dann landen sie irgendwann, weil sie nicht mehr fliegen können sozusagen, weil sie keine Kraft mehr haben. So, jetzt kommt er. Jetzt setz dich nochmal auf dem Dach, mein Freund. Jetzt chill doch mal. Ja, komm, attackier mich, du Bastard. Ist mir scheißegal. Du wirst jetzt eh verrecken. Jetzt. Lol. Wie fliegt denn der? So, er landet direkt vor meiner Fresse. Das heißt. Kriegshammer raus. Und tot bist du. Oh, noch schön. Zack. Und auf ihn drauf, oder? Nee. Nicht auf ihn drauf. Schade, es wäre jetzt cool gekommen. Ja, das juckt mich nicht. Ah, aber das juckt mich. Okay, ich trage zu viel. Okay, ich würde jetzt mal sagen, jetzt beenden wir den Part. Ich gucke nach Esbern, wo sich der kleine Schlawiner befindet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Guckt in die Playlist auf den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, peace up und haut rein.